Heute drehen wir mal wieder eine Runde Verstecken und zwar drehen wir heute Verstecken in ganz Köln. Dieses Video ist das letzte Video, was ihr sehen werdet vor dem großen Finale von unserem 10.000 Euro Hide-and-Seek-Finale, was ebenfalls in Köln in einer richtig kranken Location stattfinden wird. Und dieses Video ist das erste Video aus der großen Reihe von Revi vs. Team! Ich werde mir ein neues Team suchen, die werden alle entlassen und ihr könnt herzlich dabei... Wir sind ein Team. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie ich gegen mein Team antrete und meinem Team ein paar Aufgaben stelle, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sind hier direkt in einem Parkhaus unterm Kölner Dom. Warum? Weil wir keine Drehgenehmigung haben für die Domplatte, deshalb drehen wir hier unten. Was ist mit euch? Thumbnail machen wir später. Das Format ist relativ einfach. Die haben alle einen GPS-Tracker am Handy. Ich werde die also tracken können und gucke, wo ich sie finde. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt schon mal hochlaufen. Wir synchronisieren die Kameras und los geht's. Okay, das Video beginnt, aber wir sind ja nicht dumm. Kati, Julius und ich haben uns richtig viele Sachen nicht dumm. Ich werde mich als Reimann verkleiden. So, wir haben uns jetzt umgezogen. Digga, wir haben einfach Partnerlook. Ich muss los. Ich zieh meine Maske direkt an. Ja, ich komm mit. Hi, ich würde gerne ein paar Fotos machen vom Dom. Okay, ab nach oben. Julius, wir sehen so kacke aus. Oh ey, Peace, wir sind hier in Köln. Wir sind auf der anderen Seite. Komm mit, Julius. Nach vorne. Da ist krass an der Baustelle. So, meine Schwester. Mach. Meinst du, man erkennt dich? Nee, mach den Wein ein bisschen weiter hier hin. So, Julius, ich lass dich jetzt allein. Du nimmst es selber auf. Nein, also wenn du in den Boden reinkommst, nicht. Kapuze auf. Julius, Digga. Viel Glück. Alles für euch, einfach gleiches Auto wie Kati. What the fuck? Okay, ich hab mich jetzt hier hingesetzt. Ich hab keine Ahnung, wo Revi herkommt. Das ist einfach unangenehm. Ich hab von jedem angeguckt. Hilfe. Leute, das fällt so auf bei mir. Ich habe auch noch eine Krücke. Ich versuche gleich mal mein Handy aufzustellen und seht ihr, wie ich aussehe. Ja, meine Haare sehen fettig aus. Guck mal, das sind nicht mal die echten Haare. Ich habe Angst, dass ich sie nicht sehe und mich auffällig verhalte. Ich gehe irgendwo hin, wo ich Fotos machen kann. Ich sehe aus wie der deutscheste Mann auf Erden. Guck mal, meine Schuhe. Wir haben uns hier den leichtesten Ort zum Drillen ausgesucht. Ich sag mal so, die sind halt alle hier am Dom geblieben, die Idioten. 5 Minuten haben sie noch. Ich geh jetzt mal an Julius vorbei. Hier ist Julius. Da ist Kati. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Tobi macht Bilder von anderen Leuten. Der Profi, Digga! Leute, hier sind so viele Leute, die Fotos machen. Ich kack ab. Aber wo sind Revi und Niklas? Ich hab Angst, dass sie mich gleich entdecken, weil ich mit Handy rumlaufe. Alright, 10 Minuten sind um. Ich würde sagen, let's go. Das Ding ist halt, kein Plan. Also würde man jetzt beispielsweise hier runtergehen sollen. Was? Das ist schon seit 2004 hier. Okay, also hier wäre halt todesstark. Der Dom an sich ist ja auch ein sehr imposantes Gebäude, oder? Schönen guten Tag, hallo. Schönes Gebäude, oder? Ja. Ja, ne? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Mir tut es ein bisschen leid hier, weil hier sind halt Leute, die gucken mich an, als wäre ich halt wirklich ein Obdachloser und das tut mir echt leid. Und die Leute überlegen halt und gucken, um mich zu fragen, ob ich Hilfe brauche oder irgendwas. Und das ist echt unangenehm und ich glaube, keiner will das so auf der Straße zu leben oder so. Das ist echt, also wirklich einfach nur schlimm. Ey, wenn einer von denen ins Museum gegangen ist, ich gehe da nicht rein. Oh, hier hinten links? Könnte schon sein, ne? Ey, wenn hier Tobi drin ist, wäre so wack. Das wäre so wack, Digga. Bei Julius macht jemand Fotos von den Tauben und er sitzt einfach hinter den Tauben. Digga, hier sind ja die Werkstätten, wo die den Dom reparieren. Guck mal. Also das ist ja schon mal alles off the limits hier. Die werden sich hier nicht verstecken. Ich würde sagen, wir laufen einmal kurz drumherum. Also hier sind auf jeden Fall wenig Ecken, wo sie sich verstecken können. Ich finde es krass, wir sind fast rum. Wir haben auch keine gefunden, oder? Das Ding ist, Bro, man darf nicht vergessen, guck mal, am Dom an sich ist so voll viel abgesperrt. Okay, wenn wir jetzt einmal rum sind, ich keinen gefunden habe auf Cringe, dann muss ich auf jeden Fall mal kurz die GPS-Standort abchecken. Digga, vielleicht sind die auch weitergelaufen in die Stadt rein. Dann wird es richtig unangenehm. Oh, hier unten, Digga, warte mal. Toiletten? Nee. Ich sehe sie. Sie kommen. Ich muss mein Handy verstecken. Das Ding ist halt, man darf halt nicht vergessen, die können sich jetzt hier irgendwo hingesetzt haben, einfach zu Leuten. Und ich laufe an denen vielleicht sogar vorbei. Das wäre krass. Okay, pass auf. Oh, Digga, Julius bewegt sich. Also, wir sind hier gerade in der Nähe von Julius eigentlich. Oh, Digga, hä? Guck mal, wir stehen direkt neben Julius. Ja. Wo ist der? Da vorne ist Revi. Da vorne steht er. Da gehen sie lang. Kann man da rein? Ja, ist halt ein Aufzug, ne? Aber der fährt nicht, oder? Ja, okay, nee, boah, Bro. Ja, aber Julius ist direkt hier. Guck mal, wir stehen halt, Digga, wir stehen halt auf seinem Punkt. Da sind ja Kati vorbeigerannt. Wo ist Kati? Oh, sie gehen in andere Richtung. Sie gehen auf die andere Seite vom Dom. Digga, ich will jetzt nicht auch nicht die ganze Zeit um den Dom rumlaufen. Weil die Leute gucken mich ja auch komisch an und so. Und das ist ein bisschen unangenehm halt alles gerade quasi. Ihr seht jetzt da vorne, seht ihr Revi und Niklas. Da seht ihr sie laufen. Hey, wir sind jetzt legit einmal außen rum und es ist einfach niemand hier. Tobi kommt zu mir, glaube ich. Moin, können Sie kurz ein Bild von mir? Tobi! Ja.
Alter, Digga, ich musste gerade schon Bilder von einem machen. Hast du gesehen? Der denkt, ich bin Fotograf. Wir haben nicht mal Speicherkarte bei der Kamera drin. Ich gehe mal auf die andere Seite, mach von vorne ein Bild vom Dom, ja? Wir sehen uns, Achi. Also kurzer Lagebericht, da ist Kati. Die rennt da rum. Tobi war gerade eben hier, der ist jetzt da hinten weitergegangen. Da, wo Niklas und Revi eben waren. Ich halte die ganze Zeit aus, schon nach rechts und nach links. Aber hier kommt keiner. Ich glaube, ich bin noch relativ safe. Okay, keine Ahnung, Mann. Ich bin actually ein bisschen lost gerade. Ich weiß nicht genau, was abgeht. Ist schon wieder so ein Kopf. Locker bin ich schon wieder an einem vorbeigelaufen. Tobi und Julius sind direkt. Julius kann oben bei diesem da Museum sein. Da steht doch ein Laden. Welcher Laden ist das? Bei Julius da sind wir schon dreimal voll. Guck mal, Bruder, wir sind halt direkt auf ihrem Punkt. Wir gehen gerade genau auf sie zu. Ist das da vorne, Kati? Digga, das kann nicht sein, oder? Boah, das ist too sus. Lass mal auch vorsichtig vorbeigehen, Bro. Wenn die sich verkleidet hat oder so, Digga, dann dreh ich durch. Das muss Kati sein. Nein. Das ist die Doppelgängerin von vorhin. Warte mal, das kann nicht sein. Bro, das ist halt ihr Standort. Die dreht sich die ganze Zeit weg, das muss sie sein, oder? Die sah von der Seite so anders aus. Ja, eben. Egal, wir gehen mal Julius gucken. Tobi bewegt sich halt die ganze Zeit, ne? Wohin? Wo kommen die denn? Julius, wo kommen die? Hey, Bro, ich hab einen Plan. Sorry, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind straight out vorbeigelaufen. Ich muss weg. Ihr verarscht, oder? Ihr verarscht mich doch. Was macht ihr hier? Standorte, genau jetzt. Das Ding ist, ich gehe die ganze Zeit mit einer Krücke. Aber ich gehe die ganze Zeit normal. Dann gehe ich wieder mit Krücke, dann gehe ich wieder normal. Die Leute denken sich auch schon, was ist denn das für eine, die es spielt? Wo ist der Standort? Ja, hier. Hey, Bro, ich finde den. Ich bin so verwirrt. Guck mal, wir stehen direkt auf seinem Standort. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was? Wer seid ihr? Was? Das ist nicht dein Ernst, Bro. Wie lange warst du hier? 20 Minuten. Was? Digga, das ist nicht dein Ernst. Digga, der hat einen Schlafsack und Wein dabei, Junge. Oh, das ist nicht dein Ernst. Wie oft sind wir dir vorbeigelaufen? Boah, gut oft. Digga, no way. Ich bin gerade 5 Meter an Tobi und mir vorbeigelaufen. Was? Tobi liegt die ganze Zeit, ne? Die online. Die sind bei Julius. Julius ist raus. Wo ist meine Schwester? Die sind direkt vor mir. Die sind direkt vor mir. Ich bin gerade direkt auf die zugesteuert. Oh mein Gott, das war gerade so aufwand. Komm, wir gehen zum Standort. Ihr habt euch komplett verkleidet, ihr... Ich wusste es ja. Nee. Kannst du mal ganz kurz kommt gefährlich sagen? Die beiden wollen aber... Kommt gefährlich. Perfekt, Digga, das ist es. Ey, let's go. Ich hab Kati gerade entdeckt. Ja? Digga, die sind gerade einfach an mir vorbeigegangen. Da vorne ist doch nicht Kati, oder? Er kommt direkt auf mich zu. Die das ist, ne? Das ist anders. Ich frag kurz auf Feuer, warte. Entschuldigung, haben Sie zufällig Feuer für mich? Das ist nicht euer Ernst, Digga. Was zieht denn mit mir ab? Wie oft bist du vorbeigelaufen? So oft. Ich stand 5 Meter vor dir, ins Gesicht geguckt. Ich so, scheiße. Wie hast du mich jetzt gecheckt, weil ich zu euch geguckt habe? Nee, weil ich gesehen habe, dass du die ganze Zeit so im Hintergrund rumrockst. Und er wusste, der Julius ist verkleidet. Ja, ja, deshalb. Jetzt weiß er Bescheid. Was ist das? Meine Wanderschuhe. Der vorne war auch ein Typ, der sah 21 wie Tobi. Sieht der mit der Kamera da vorne? Oh Gott, Rega hat zu mir geguckt. Er sieht mich aber nicht. King. Ich schwöre, die haben mich so gefickt, Digga. Eigentlich ist es hier links unten. Wir stehen direkt neben ihm. Also ich sehe ihn gerade auch for real nicht. Ist das der mit der Kamera da vorne? Das muss er sein, ich hab's eben schon gesagt. Der macht einfach so 3 Stunden. Digga, ich hab schon Fotos von Leuten gemacht. Bro, ihr wart einmal hinter mir, da seid ihr mir vorbeigegangen. Das ist so gelacht. Er stand sogar bei Julius. Er stand bei mir. Ich hab eben sogar gesagt, wer macht denn da die ganze Zeit so Fotos, Digga? Und es sah so schlecht aus, die Engel. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Doch so war gut. Ich hab ein paar Fotos rausgehauen. Okay, Leute, das war's für dieses wunderschöne Video von Hein Sieg. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich schwöre, wir machen das normal mit Verkleiden. Geisteskrank. Schreibt uns gerne Locations und Kostümideen in die Kommentare. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.